Hi Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Mario Kart 8. Ja, und nachher in den News gibt es noch meine Meinung zur E3, weil wir haben ja die E3 mittlerweile abgeschlossen. Und nachher gibt es noch meine Meinung zur E3. Aber jetzt wollen wir erstmal wieder ein bisschen online fahren. Ich hatte zwar schon eine Aufnahmesession aufgenommen, aber dann hat sich mein Programm gedacht, damit ich meinen Ton aufnehme, gesagt, nehme ich jetzt nicht auf. Keine Ahnung, warum es das getan hat. Aber jedenfalls haben wir hier eine Gruppe, wo 3 2000 Punkte haben. Also mein Ziel ist hier mindestens Vierter. Und den Speed habe ich jetzt eigentlich gar nicht gebraucht, aber in Ordnung. Ja. Dritter bin ich. Schon mal nicht schlecht. Alter, wieso überholen mich alle? Ich habe doch 8 Münzen. Wieso wurde er jetzt von meiner Banane nicht getroffen? Ich weiß es nicht. Mittlerweile kennen alle diese Abkürzung. Von daher ist sie nicht aktuell. Ja, ich nehme jetzt gerade ein bisschen spiele zurzeit ein bisschen weniger Mario Kart 8 auf, deswegen habe ich nicht gerade viele Punkte. Stachin, Spast! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich hasse dich doppelt! Und ich hasse dich dreifach! Stachi, Blitz, was noch? Kein Drift Boost. Super. Jetzt läuft mal wieder alles gegen mich. Wie gerade eben. Da habe ich ein Rennen super souverän gewonnen. Und dann wurde ich danach nur noch gefickt von roten Items. Von roten Panzern. Ah, jetzt kommt da der Blitz. Ah, ich mag die Strecke eigentlich. Nein, aber nicht so. Ich habe doch das. Ich habe gesehen, wo der Kackblitz einschlägt. Ich habe noch versucht auszuweichen. Jetzt habe ich wieder nur noch drei Mu Natürlich! Und die letzten drei werden mir natürlich durch rote Items abgenommen. Ich weiß, ich sagte die ganze Zeit, rote Items sind mir so groß. Ich habe wieder keine Münze! Danach bin ich jetzt so lahmarschig. Und dann kriege ich eine grüne. Muss hier mindestens Vierte werden, ey. Ansonsten kriege ich mich so auf. Eine Münze habe ich bisher nur. Das kann es nicht angehen. Ey, wieso wurde sie nicht von meiner Grün getroffen? Ey. Ich bin so lahmarschig vor allen Dingen. Weil ich keine einzige Münze habe. Und ich habe wieder versucht auszuweichen, aber es ging halt nicht. Weil ich halt so lahmarschig bin. Ja, komm, Pflanze, mach was. Ja, komm, Zweiter, Zweiter, komm, fahr jetzt. Jawohl, Zweiter. Oh, cool. War jetzt aber noch spannend, oder? 21 Punkte, das ist doch schön. Wie gesagt, ich fahre ein bisschen weniger Mario Kart 8 zurzeit. Wegen der WM. Ja, und deswegen habe ich auch zurzeit nur so wenig Punkte. Weil eigentlich hätte ich mehr, weil mir macht das Spiel auch Spaß. Aber dadurch, dass die WM zurzeit läuft, spiele ich halt ein bisschen weniger Mario Kart 8. Ah, natürlich. Pass auf, ich krieg kein Item. Natürlich, ich habe das Item erwischt, aber ich habe es nicht bekommen. Jawohl. Ich werde auch mal mit meinem anderen Charakter fahren, mit Donkey Kong. Ja, mit dem fahre ich auch öfters mal. Alter, ich habe wieder kein Item bekommen. Das hatte ich bei meiner ersten Aufnahmesession schon, dass ich kein Item bekommen habe und dann von irgendwas getroffen wurde, wie gerade eben. Alter, keine Münzen, nichts. Ja, jetzt habe ich mal eine Münze bekommen. Eine einzige Münze. Jetzt will ich mal Münzen haben. Und ich habe als Achter. Ich habe als Achter verdammt nochmal Bananen bekommen. Als Achter. Ah, da sieht man mal, wie eng die Gruppe hier ist. Also, echt hammerhart. Die Gruppe hier. Jawohl, rote. Und trifft wieder vorne. Mann! Dieser Spaß! Nein, ich lass. Nein, wieso? Was? Von was wurde ich jetzt getroffen? Der hatte verdammt nochmal Pilze. Wie konnte er mich treffen? Jawohl, drei Pilze. Zack, da bin ich wieder Sechster. Nur dadurch, dass ich hier mal einen kleinen Fehler gemacht habe, wurde ich hier gleich mal über zwei zurückgesetzt. Echt coole Gruppe, muss man sagen. Aber dass ich jetzt Achter bin, finde ich jetzt mal so gar nicht lustig. Siebter nur noch. Also mit Siebter bin ich nicht zufrieden. 11 Leute sind noch mittlerweile. Und ich bin Achter, Mann.
Weil ich einfach keine Münzen bekomme. So, jetzt will ich mal die Abkürzung da vorne nutzen. Aber das bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der das denkt, oder? Ja. Da hatten noch mehr die Idee. Jawohl, jetzt bin ich plötzlich wieder Dritter. Durch den Goldpilz. So, jetzt noch was Schönes. Ja, Pilze. Fahr, 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 fahr. Jawohl, Vierter, das ist gut. In der Gruppe Vierter zu werden, ist richtig gut für mich. Vor allem haben viele, übelst viele Cards, die ich zum Beispiel überhaupt noch gar nicht habe. Da haben zum Beispiel manche hier dieses komische Yoshi-Bike und dann diesen Rennwagen. Den habe ich alles noch nicht. Das ist doch fies. Wo ich die übelst abfeiere, die zwei Kartteile. Oh, naja. Mich fragt man ja nicht. So, mittlerweile ist es nur noch eine Todesgruppe, weil es sind jetzt hier nur noch Leute mit 2000 Punkten fast drin. Und ich einer der wenigen, der nur 1300 hat. Also, und wir waren auch noch meine Lieblingsstrecke. Varios Abfahrt. Das ist auch ein schöner Abschluss des normalen Parts. Freut mich. Und ich bin gleich... Und ich bin Erster? What the fuck? Ich habe aber den Sprung versaut. Eigentlich bräuchte ich ein paar Münzen und ich hab die Kurve sowas von versaut. Ich hab es mir wieder mal versaut, weil ich einfach zu dumm bin, um zu driften, ey. Ja, da ist nämlich ein Bug. Da kann man nämlich eine Abkürzung nutzen und den habe ich jetzt richtig schön versaut. Aber ich muss den noch üben. Ich habe eine Route als Sechster. Finde ich mal so gar nicht lustig. So, jetzt will ich mal ein paar gute Items bekommen. Wieso bin ich da so ein bisschen rumgebackt? Ich habe auch wieder nur 5 Münzen. Ah, da waren 2 Münzen auf der Straße und die habe ich nicht mitgenommen. Ja. Jetzt kommt. Nein, natürlich trifft mich eine Rote. Ey, immer wenn ich ein paar Münzen habe, trifft mich so eine scheiß Rote. Sieht da? Immer wenn ich ein paar gute, ordentliche Items. Wenn ich ein paar gute, ordentliche Münzen habe, trifft mich irgend so eine scheiß Rote. Und in der Aufnahme funktioniert es, glaube ich, nicht. In Varios Abfahrt habe ich das Gefühl. Ich meine, ich bin hier schon wieder so übelst weit zurück, wie im Let's Play. Das geht ja gar nicht. Elvas hat mich... Ach so, ja natürlich, dieser Bastard. Mit seiner Kackhupe. Hat er natürlich so eine Hupe bekommen. Komm. Ich will hier mindestens Fünfter werden. Rote. Natürlich trifft mich ein Blitz. Ich habe wieder ordentlich Münzen gesammelt. Und dann trifft mich so ein Kackblitz. Nein, da war ein Pilz. Kommt hier noch ein Item? Ich glaube nicht. Doch, ein Item. Jetzt will ich aber das Item haben. Gib mir das Item! Ein Pilz! Ich hab nur einen Pilz bekommen! Und ich trifft mich natürlich so eine Scheißrotte! Es kannst du nicht sein! Ich hab immer wieder ordentlich Münzen gesammelt und dann trifft mich immer wieder diese scheiß abgewichste Rote. Ah! Ich krieg einen Pilz als Zehnter, Mann! Pilz als Zehnter! Achter, ernsthaft, fick dich. Fuck you, Alter. Minuspunkte. Nein, plus 0. Super. Super Ergebnis für die Strecke. Bis gleich bei den News. Fuck you. Ich hoffe doch, ihr wollt noch meine Bewertung zu den Spielen haben und welche auf meinem Kanal Let's Played werden. Ja, Super Smash Bros. Bro, you werde ich eventuell Let's Playen. Weiß ich noch nicht, aber da Paolo Tena dabei ist, ist das für mich schon ein größerer Grund, das Spiel zu kaufen. Aber sicher ist es noch nicht, dass ich mir das Spiel kaufe. Den 3DS-Titel werde ich mir definitiv nicht holen. Weil ich halt einfach ein richtig gutes grafisches Super Smash Bros. Haben will. Dieses Amiibo interessiert mich überhaupt gar nicht. Yoshi's Woolly World, das hat mich schon damals, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann das angekündigt wurde, ich glaube 2013 oder 2012, hat mich das schon richtig geflasht. Ich fand das ziemlich cool, wie Yoshi da im Garn-Outfit war. Fand ich ziemlich süß und ich will erstmal abwarten, ob ich mir dieses Spiel kaufe, weil interessant sah es definitiv aus, ob ich es mir kaufe. Ist noch nicht klar, also wenn ich es kaufe, dann wird es auch definitiv Let's Play. Aber
100% ist es nicht so sicher, genauso wie Super Smash Bros. Bro. Da will ich erstmal noch ein bisschen abwarten. Bei Captain Toad, Treasure Structure, ich fand das bei Super Smash Bros. Bei Super Mario 3D World ziemlich cool. Aber ich sag mal, so ein komplettes Spiel will ich davon nicht haben. Und deswegen werde ich es mir auch nicht kaufen und Let's Play. Bei The Legend of Zelda bin ich mir schon definitiv klar, dass ich es mir kaufen werde. Ich habe einfach nur diese riesen Overworld gesehen und dachte mir, Alter, meine Fresse, sieht das geil aus. Und ich wusste sofort, das Spiel wird gekauft. Ich bin so ein, ich freue mich so sehr auf dieses neue The Legend of Zelda auf Wii U. Das ist einfach nur so obermäßig geil. Ich werde auch versuchen, davon, also ich werde das definitiv dann Let's Playen. Versuchen werde ich dann 100% Run von diesem neuen The Legend of Zelda zu machen. Das wäre nämlich richtig schön, wenn ich von diesem neuen The Legend of Zelda 100% Run machen könnte. Aber das würden wir dann erst im Let's Play sehen. Pokémon Omega, Rubin und Alpha Saphir. Ich hätte ja gerne schon X und Y Let's Played, was ja leider nicht funktioniert hat. Das ist auch der Fall bei Pokémon Omega, Rubin und Alpha Saphir. Kaufen werde ich mir wahrscheinlich eins von den beiden. Let's Play werde ich leider nicht, auch wenn ich euch das Spiel gerne gezeigt hätte. Bayonetta 2 werde ich mir definitiv kaufen. Ob ich es Let's Playe, weiß ich noch nicht. Und denn, ob ich denn mit Bayonetta 1 anfangen sollte oder mit Bayonetta 2 gleich loslegen sollte, weiß ich noch nicht. Aber definitiv kaufe ich es mir. Ob ich davon Let's Play mache, ist noch nicht zu 100%. Hyrule Warriors. Ich fand die Destiny Warriors Spiele schon nicht gerade toll und deswegen war ich von Hyrule Warriors von Anfang an auch nicht gerade begeistert. Bin das auch weiterhin nicht, auch wenn viele dazu einen ziemlichen Hype haben für dieses Hyrule Warriors, bin ich trotzdem immer noch gegen dieses Spiel. Ich mag dieses Spiel weiterhin nicht und werde es mir definitiv auch nicht kaufen. Also ich bin da nicht in diesem Hype von Hyrule Warriors. Kirby and the Rainbow Cruiser werde ich mir auch nicht kaufen, ist meiner Meinung nach ein ziemlich dummes Spiel. Bei Xenoblade Chronicles X, ich habe das normale Xenoblade nicht mal gespielt und will es auch nicht nachholen. Ich sag mal so, ist ein interessantes JRPG, aber so mein Stil trifft es jetzt nicht. Es hat zwar einen schönen Stil, aber so meine Welt ist es jetzt nicht. Mario Maker, da bin ich wirklich am überlegen, ob ich es mir kaufe, ja oder nein. Ist ziemlich interessant, muss ich sagen. Es wäre cool, so als Let's Play mal so ein bisschen zu zeigen, so meine Mario-Level, so ein paar Ausschnitte. Ist schon gar nicht mal so schlecht, ob ich es mir kaufe, weiß ich noch nicht direkt. Splatoon habe ich ja gesagt, dass ich das nicht mag, dieses Paintball-Ding da. Und von daher werde ich das auch nicht Let's Playen. Star Fox werde ich auch nicht Let's Playen. Ich bin kein großer Fan von Star Fox. Habe keines, bis auf Star Fox Adventure, kein einziges Star Fox gespielt und möchte das auch bestimmt nicht nachholen, weil ich dieses Shooter-Ding da nicht gerade mag. Persona Q, da möchte ich erstmal noch ein bisschen warten, was da für Ankündigungen kommen. Aber definitiv interessant sieht dieses Spiel aus. Und ich warte erstmal auf die nächsten Ankündigungen. Das war meiner Meinung nach, meine Meinung zur E3. Ich freue mich, wenn ihr in den Kommentaren auch schreibt, was ihr bei der E3 gut fandet und was schlecht. Mein Name ist Bluey039 und dann nächste Woche geht's dann weiter mit den nächsten News. Bis dahin und ciao.